Erasmus von Rotterdam erhob seine Stimme, um vor Fehlentscheidungen zu warnen und auf deren fatale Folgen hinzuweisen. Das ist heute in unserem Lande von morgens bis zum Abend spürbar. Fehlentscheidungen, vor denen wir warnen, und dass das Land dadurch in existenzielle Nöte geraten würde. Und nicht das Land, sondern es sind die Menschen, die in Nöte geraten. Verehrte Frau Steinbach, liebe Mitglieder und Freunde der Stiftung und der Hamburger AfD-Fraktion, es ist mir eine ganz besondere Freude, heute Sie, verehrte Frau Steinbach, begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind, und Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Bei den Fakten zu Ihrer Person, Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung, wie wir alle wissen, kann ich mich kurz fassen, denn die kennen Sie sicher im Wesentlichen. Sie wurden 1943 im damaligen Westpreußen geboren, in der Nähe von Danzig. Sie waren von 1974 bis 2017 CDU-Mitglied, mehr als 40 Jahre lang. Und seit 1990 waren Sie Bundestagsabgeordnete, ebenfalls bis 2017 der CDU Hessen. Vor allem waren Sie, und das ist uns allen auch sehr präsent in Erinnerung, von 1998 bis 2014, also 16 Jahre lang, die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen und haben in dieser Funktion immer wieder präsent den Vertriebenen eine Stimme gegeben, ob es nun um die Frage der Entschädigungen ging, um das Verhältnis zu Polen oder zur Tschechischen Republik und um ein ausgewogenes Erinnern. Sie haben dabei immer wieder das Verbindende betont, ohne sich anzubiedern. Und Sie wiesen auch auf Unrecht hin, welches Deutsche in Ostmitteleuropa erlitten haben, ohne einseitig zu sein und ohne einem Schuldkult zu huldigen. Dass Sie sich damit nicht nur Sympathien erworben haben, liegt auf der Hand. Nicht nur die polnische Presse hat versucht, Sie zu verunglimpfen, auch Presse und Politiker in der Bundesrepublik Deutschland. Der Begriff die Tigerin wurde damals auch auf Sie gemünzt. Dem standzuhalten, dazu gehört nicht nur eine Wirbelsäule, die jeder von Natur aus hat. Dazu gehört Rückgrat, was etwas mit Charakter zu tun hat, was leider deutlich seltener zu finden ist. Ein Rückgrat, das darf ich sagen, von dem wir alle uns ein gut Stück abschneiden können. Im Zuge der desaströsen Migrationspolitik unter Angela Merkel haben Sie die CDU im Jahr 2017, vor nun 5 Jahren, verlassen. Das war damals durchaus ein Paukenschlag. Und dass es nicht leicht fällt, nach über 4 Jahrzehnten Zugehörigkeit und Wirken in dieser großen Partei, ihr dann öffentlichkeitswirksam den Rücken zu kehren, auch angesichts des öffentlichen Gegenwinds, der damit verbunden war, das ist bis heute bemerkenswert für mich. 2018 wurden Sie zur Vorsitzenden der Desiderius Erasmus Stiftung gewählt, ohne Parteimitglied zu sein. Erst in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, kurz nach dem Austritt von Jörg Meuthen aus der AfD, als der AfD der Wind besonders stark der Wind ins Gesicht blies, haben Sie sich entschlossen, sind Sie, liebe Frau Steinbach, zu uns gekommen. Sie sind in die AfD eingetreten und haben uns damit ungemein den Rücken gestärkt. Wir sind alle sehr dankbar. Für Ihren Mut, der dazugehört, und Ihre Unterstützung. Ich möchte jetzt aber auch noch ein paar Worte ergänzen zur Person Erika Steinbach, zu Elementen einer vielfältigen Persönlichkeit. Sie studierten Violine, lernten die Geige zu spielen und musizierten in Berufsorchestern. Ihr Mann war Dirigent
Musik spielt eine herausragende Rolle in ihrem Leben. Und gleichzeitig waren sie dann beruflich tätig als Informatikerin, was sich nicht ausschließt, sondern ergänzt. Sie kommentieren auf ihrer Facebook-Seite tagtäglich immer wieder klar, mit klaren Worten, das öffentliche Zeitgeschehen und manchmal auch das private. Und sie schätzen, genau wie ich selbst auch, Reisen und insbesondere auch Italien. Sie sind Politikerin durch und durch. Wer es geschafft hat, den BDV über 16 Jahre erfolgreich zu führen, ihn auch ein Stück weit aus der rechten Ecke herauszuführen, mit dem lohnt in jedem Fall der Austausch. Den damaligen Kanzler Schröder zum Tag der Heimat des BDV als Festredner zu gewinnen, was es vorher nicht so gegeben hatte, das führte damals zu einer bemerkenswerten Zeitungsüberschrift, die da lautet: Die Tigerin ist eine Löwin. Sie kämpfen wie eine Löwin und nennen Unrecht auch beim Namen. Ein kurzes Zitat, nochmal zurück zu dem Politischen von vorhin. Unsere europäischen Nachbarn müssen damit leben, dass es Vertreibung Deutscher gegeben hat. Und sie müssen sich zurückhalten, wenn man in Deutschland der deutschen Opfer gedenken will. Zitat Ende. Auch heute sind die Aufgaben, denen Sie sich stellen, gewaltig. Gemeinsam mit den Mitstreitern aus dem Vorstand der DES. Ich begrüße hier namentlich auch noch neben Herrn Dr. Hausberger, der schon erwähnt wurde, die beiden Vorstandsmitglieder der Deutschen Desiderius Erasmus Stiftung, Herrn Dr. Klaus-Peter Krause und Herrn Dr. Selschop. Der DES wird von den Vertretern der Altparteien, das klang schon an, derzeit die finanzielle Unterstützung verweigert, auf die die Stiftung von Rechts wegen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen, wenn man den Gleichbehandlungsgrundsatz und gleiches Recht für alle zugrunde legt, verweigert wird. Und das ist ein Riesenskandal, der einen an manchen Aspekten des Rechtsstaats hier ein Stück weit zweifeln lässt. Und das, während Hunderte von Millionen an die Stiftungen ausgeschüttet werden, die den Altparteien nahestehen. Von der Hans-Seidel-Stiftung der CSU bis hin zur Rosa-Luxemburg-Stiftung der Linken. Ich sage hier nichts weiter dazu, das ist Thema der Vorträge, sicher auch die Folgen werden des Vortrags. Aber hier ist erneut ein langer Atem, Rückgrat und Kampfesmut gefragt. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Ihrer Facebook-Seite, Frau Steinbach. Vor einigen Tagen zum Todestag von Hermann Hesse, nichts Persönliches, sondern posteten Sie folgendes Zitat von ihm: Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich. Zitat Ende. Liebe Frau Steinbach, ich denke und ich glaube, ich spreche hier für den gesamten Saal, für alle von uns. Sie sind uns hier nicht unheimlich, sondern wir empfinden Ihr Wirken als etwas sehr Positives mit Ihrer Lebensleistung, Ihrem Erfahrungsschatz und Ihrer inspirierenden Dynamik, wenn ich das so sagen darf. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Herzlich willkommen. Ich bin gerne hierher gekommen, meine Damen und Herren, und wenn man diesen prachtvollen Saal sieht, dann erinnere ich mich an das Goethe-Wort: Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Sowas muss man hegen und pflegen. Wir stehen auf dem Fundament dessen, was unsere Vorfahren geschaffen haben. Und ich freue mich bei dieser Gelegenheit, meinen langjährigen Mitstreiter Wilhelm von Gottberg hier zu sehen. Als mein Vizepräsident im BDV-Präsidium hatten wir harte Dinge auszufechten, aber wir haben das in konstruktiver und freundschaftlicher Atmosphäre wirklich gut miteinander gemacht. Herzlichen Dank, lieber Herr von Gottberg. Politische Stiftungen, das ist eher ein trockenes Thema und nicht sehr viele Menschen können sich wirklich etwas darunter vorstellen. Warum um alles in der Welt gibt es überhaupt politische Stiftungen und was ist denn ihre Aufgabe?
Wer in die Bundesgesetze unseres Landes schaut, der wird ja ganz erstaunt feststellen, dass darin keine einzige Silbe unter dem Stichwort politische Stiftungen zu finden ist. Die gibt es nicht. Es gibt bis zum heutigen Tage keinerlei gesetzliche Grundlage zur Förderung politischer Stiftungen, obwohl inzwischen alljährlich mehr als 600 Millionen Euro jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt an politische Stiftungen ausgeschüttet werden. In diesem Jahr 2022 insgesamt 659 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung, unserer AfD-nahen DES allerdings kein einziger Euro. Das Konstrukt der politischen Stiftung geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1966 zurück. Die Grundaussage des seinerzeitigen Urteils lautete: Demokratie braucht Bildung. Wenn der Staat, das heißt also im Klartext natürlich die jeweilige Regierung, die politische Bildung selbst betreibt, dann wird ja die öffentliche Meinung, so das Urteil, einseitig politisch geprägt und im Sinne der Bundesregierung beeinflusst. Und eine solche staatliche Meinungslenkung passt aber gemäß dem Bundesverfassungsgericht nicht zu einer freiheitlich-pluralistischen Demokratie, in der verschiedene und auch miteinander im Wettbewerb stehende politische Anschauungen und weltanschauliche Strömungen konkurrieren sollen. Das ist Demokratie. Denn gerade das macht Demokratie aus. Und deshalb muss ein demokratischer Staat das Recht auf unterschiedliche Standpunkte anerkennen und er muss auch politische Bildung den unterschiedlichen Akteuren selbst übertragen, selbst in die Hand geben. Der Staat muss sie nach diesem Urteil gleichberechtigt fördern und er darf keinen Einfluss auf die politischen Inhalte dieser Stiftung nehmen. Jetzt haben alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien politische Stiftung. Die AfD hat mit ihrem Parteitagsbeschluss vom Juni 2018 in Augsburg die Desiderius-Erasmus-Stiftung nach wirklich hitzigen Debatten und im Vorfeld auch aggressiven Auseinandersetzungen mit einer überwältigenden Mehrheit die Desiderius-Erasmus-Stiftung zu ihrer politischen Stiftung bestimmt, was mich seinerzeit als damals noch sehr neue Vorsitzende dieser Stiftung natürlich gefreut hat. Und damit sind wir die jüngste politische Stiftung in Deutschland und gleichzeitig sind wir aber auch die einzige konservative politische Stiftung, die es in diesem Lande gibt. Keine andere Stiftung hat konservative Ansätze. Zu dem Urteil von 1966 gibt es ergänzend das Verfassungsgerichtsurteil von 1986, wonach wörtlich alle dauerhaften politischen Grundströmungen von Gewicht zu unterstützen sind. Und vor diesem höchstrichterlichen Hintergrund steht selbstverständlich auch der Desiderius-Erasmus-Stiftung eine öffentliche Förderung zu. Wer wollte das bestreiten? Natürlich muss der Staat nicht alle Ideen und Meinungen fördern, heißt es in dem 66er-Urteil, aber diejenigen, die sich politisch relevant in Wahlen widerspiegeln, haben das Recht auf Förderung. Und auf die AfD trifft das bereits seit 2017 zu. Denn bereits seit diesem Zeitpunkt war die AfD landauf, landab in allen Parlamenten, im Deutschen Bundestag, dem Europaparlament vertreten und natürlich auch in den Landtagen. Also eine relevante Partei. Das hat nicht einmal die FDP geschafft und auch nicht die Grünen und auch nicht die Linken waren zu dieser Zeit in allen Landtagen vertreten.
Und die Grünen sind mal zeitweise aus dem Bundestag rausgeflogen. Die Linken haben dieses Mal auch keine 5% erreicht. Also die AfD ist seit 2017 eine stabile Größe in diesem Land. Und vor diesem Hintergrund ignoriert das abweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. August 2022 in dem einstweiligen Rechtsschutzverfahren der AfD zugunsten unserer Stiftung schlichtweg ihre eigenen Urteile. Damit aber trägt es selbst, wie ich meine, zu Zweifeln an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland bei und übergeht seine eigenen Urteile. Und da muss man sich schon manchmal fragen, inwieweit Gewaltenteilung in Deutschland noch tatsächlich vorhanden ist. Wesentlich für die Urteilsfindung war seinerzeit auch die bis heute geltende Feststellung, dass politische Bildung zwar besonders förderungswürdig sei, aber parteiunabhängig agieren müssen und auch für Nichtmitglieder offen zu sein hat. Diese geforderte, strikte Parteiunabhängigkeit politischer Stiftungen konkretisierte das Bundesverfassungsgericht dann noch in Form des sogenannten Distanzgebotes, das in ständiger Rechtsprechung am Ende immer wieder bestätigt worden ist. Das bedeutet für uns und natürlich auch für alle anderen politischen Stiftungen, dass wir nicht nur rechtlich, sondern dass wir auch tatsächlich unabhängig agieren müssen. Es darf keinerlei Einflussnahme aus der Partei heraus auf die Arbeit der politischen Stiftungen geben. Und zudem dürfen die Gremien der Stiftungen, Spitzenfunktionäre aus Partei- oder Fraktionsvorständen keinen entscheidenden Einfluss auf die Stiftung nehmen. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Bundessprecher der AfD nicht gleichzeitig Vorsitzender unserer Stiftung sein dürfte. Und sehr sorgfältig müssen alle politischen Stiftungen auch darauf achten, dass zwischen ernsthafter Bildungsarbeit einerseits und Parteipropaganda andererseits eine scharfe Grenze gezogen wird. Das heißt, wir dürften keinen politischen Wahlkampf machen. Natürlich darf ich als Person jederzeit Reden für die AfD halten, aber nicht in meiner Funktion als Stiftungsvorsitzende. Aber eines müssen wir als politische Stiftung nicht, und das ist wesentlich für uns. Wir müssen nicht weltanschaulich und politisch neutral unsere Arbeit machen. Auch wir als Erasmus-Stiftung müssen das nicht, und unsere Bildungsarbeit darf die Tendenz des politischen Lagers, für das wir stehen, natürlich widerspiegeln, und wobei wir natürlich geistige Offenheit zeigen müssen, das sind wir sowieso viel mehr als alle anderen in diesem Lande, will ich mal hinzufügen. Denn wenn ich das richtig sehe, stimmt die AfD in Landtagen und im Bundestag auch Gesetzen anderer Fraktionen zu, wenn sie der Auffassung ist, diese Gesetze sind richtig. Aber umgekehrt beißt sich die CDU und die CSU lieber auf die Zunge, als dass sie ein richtiges Gesetz der AfD irgendwo unterstützen würde. Das haben wir mehrfach erlebt. Aber gerade das ist es ja, was die politischen Konkurrenten so gegen uns aufbringt. Dort herrscht die Sorge vor, dass wir mit unserer Bildungsarbeit den aus den Fugen geratenen Politikbereich und die Gesellschaftspolitik wieder gerade rücken könnten und das gesellschaftliche Feld neu bestellen würden. Damit wir wieder sagen können, wir wollen unser Grundgesetz zurück, wir wollen unseren Rechtsstaat zurück, und dafür legen wir den Finger in die Wunden dieses Staates, der eine Demokratie ist, laut unserer Verfassung, aber sich nicht mehr suggeriert. Und die politische Konkurrenz hat Angst,
dass wir als überzeugte Demokraten den Menschen die Augen öffnen könnten, wie defizitär und wie antidemokratisch unser Rechtsstaat inzwischen geworden ist. Und die Furcht muss ja nun wirklich groß sein, sonst hätten sich nicht seit 2 Jahren Land auf, Land ab mit der Rückendeckung der anderen Parteien, Organisationen, der sogenannten Zivilgesellschaft mit Verleumdungskaskaden über uns hergemacht, ohne auch nur einen einzigen Beleg vorweisen zu können. Höchst bemerkenswert, dass alle Angriffe sich in pauschalierenden Behauptungen erschöpfen und ganz offenkundig ist den Drahtziehern das durchaus bewusst, dass ihre Behauptung jeglicher Grundlage entbehren. Und in der Mangelung von Belegen greift ja mancher der Protagonisten sogar zu der abenteuerlichen These, dass wir unsere offenkundig rechtskonforme Arbeit doch nur als Tarnung ausüben würden. Also da muss man sagen, besser kann man sich nicht selbst entlarven. Diese Methode macht aber eines deutlich, dass es die massive Sorge gibt, dass wir mit unserer Stiftung die Bildung und den politischen Diskurs aus seiner Enge tatsächlich öffnen und bereichern könnten. Und dazu stelle ich nun mal unumwunden fest, genau das ist unsere Aufgabe und das ist das Ziel unserer Stiftung. Und genau das ist unser gutes Recht und das wollen wir umsetzen. Wenn man die Urteile des Bundesverfassungsgerichts von 66 und 86 unter die Lupe nimmt, bestehen wir darauf, dass das auch umgesetzt wird. Jetzt muss ich mal etwas zu unserem Namen sagen, weil ich hin und wieder danach gefragt werde. Alle politischen Stiftungen haben ja einen Namenspatron. So heißt die der CDU nahestehende Stiftung Konrad-Adenauer-Stiftung und die Stiftung der SPD ist nach Friedrich Ebert benannt. Wir haben uns nun keinen Namenspatron aus dem primär aktuell politischen Bereich gewählt, sondern weiter ausgreifend haben wir uns entschlossen, den großen europäischen Humanisten Desiderius Erasmus von Rotterdam zu unserem Namenspatron zu machen. Warum nun ausgerechnet ihn? Im Zentrum des Wirkens von Desiderius Erasmus von Rotterdam stand die Überzeugung, dass es notwendig sei, gültige Maßstäbe wiederzugewinnen. Und zugleich machte Erasmus deutlich, dass es dazu keine Revolution bedürfe, aber einer grundlegenden Erneuerung. Das brauchen wir in Deutschland. Erasmus war ein Freund des selbstständigen Denkens, aber nicht des Eigensinns. Er achtete die Tradition, soweit sie traditionswürdig war. Und er lebte in einer Welt des Übergangs, so wie wir heutzutage erkennbar auch. Auch wir leben in einer Welt des Übergangs. Man spürt es allenthalben. Und er sah die Irrtümer seiner Zeit. Erasmus von Rotterdam erhob seine Stimme, um vor Fehlentscheidungen zu warnen und auf deren fatale Folgen hinzuweisen. Das ist heute in unserem Lande von morgens bis zum Abend spürbar. Fehlentscheidungen, vor denen wir warnen und dass das Land dadurch in existenzielle Nöte geraten würde. Und nicht das Land, sondern es sind die Menschen, die in Nöte geraten. Und last but not least, er nahm auch Anfeindungen in Kauf, wenn sie sich nicht abwenden ließen, gemäß seinem Wahlspruch, von den Schlechten verlacht zu werden, ist fast ein Lob.
Im Denken dieses großen Humanisten fühlen wir mit unserer Stiftung uns gut aufgehoben und sehen seine Geisteshaltung als Grundlage und als Ansporn. Vielen passt das nicht. Der eine oder andere hat darauf hingewiesen, Erasmus von Rotterdam sei ein Antisemit. Ja, meine Güte, es gibt die Erasmus-Stipendien auf europäischer Ebene und dann verstummten ganz schnell die Anwürfe. In der Zeit waren fast alle Antisemiten. Vor dem Hintergrund hat man sich dann schnell zurückgezogen, weil das Erasmus-Programm dann auch beschädigt worden wäre. Was will die Desiderius-Erasmus-Stiftung? Was wollen wir nun mit unserem Engagement, mit unserer Arbeit erreichen? Denn unsere gemeinnützige Stiftung existiert nicht als Selbstzweck, sondern wir haben uns tatsächlich Großes vorgenommen. Wir engagieren uns für die Zukunft unseres Vaterlandes, das wir lieben. Wir werben und wir kämpfen engagiert für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und natürlich für Meinungsfreiheit, wie wir durch unseren Kongress zur Meinungsfreiheit im Berliner Kronprinzenpalais bereits vor 2 Jahren deutlich gemacht haben. Mancher im Lande fragt sich, und es gibt immer noch viele Unbedarfte, die gar nicht wissen, was sich hier tut, mancher fragt sich, ja, ist denn das überhaupt nötig? Wir haben doch das Grundgesetz und zahllose rechtliche Regelungen, ist doch alles in bester Ordnung. Meine lieben Freunde, ja, es ist bitter nötig. Allein nur an wenigen Beispielen wird das deutlich. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger beklagt, dass man in der Öffentlichkeit nicht mehr alles sagen könne, was man denke, sondern dass man sehr vorsichtig sein müsse. Das bedeutet, die Meinungsfreiheit steht erkennbar unter massivem öffentlichem Druck. Ansonsten gäbe es die weit verbreitete Sorge nicht. Und ja, es ist nötig, wie die Umsetzung von Gesetzen zeigt. Die gesamte Migrationspolitik der letzten Jahre wurde unter weitgehender Missachtung von Recht und Gesetz umgesetzt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war in den 90er Jahren zuständig als Innenpolitikerin im Deutschen Bundestag. Für die Verschärfung des Asylrechts war ich die Berichterstattung und hatte diese Regelung zusammen mit dem damaligen FDP-Koalitionspartner, und das war in dieser Frage kein anderer als Burkhard Hirsch. Und wer weiß, wenn man mit Burkhard Hirsch etwas vereinbaren muss, dass das hartes Brot ist. Am Ende haben wir die Gesetze deutlich verschärft. Aber sie werden heute nicht mehr eingehalten. Angela Merkel hat sie gebrochen, hat die Türen weit geöffnet und Recht und Gesetz zur Seite geschoben. Sie ist über unsere Regelungen, über das Grundgesetz, in dem es steht, einfach hinweggestiefelt. Und ja, es ist nötig, dass unsere Stiftung arbeitet, wenn eine deutsche Kanzlerin ohne öffentlichen Aufschrei fordern kann, eine rechtlich einwandfrei durchgeführte Wahl wieder rückgängig zu machen. Das ginge ja noch, aber es geschieht dann auch noch. Wo sind wir da hingekommen in einem Land? Danke. Und ja, es ist auch nötig, wenn man erkennen kann, dass das Recht auf Demonstrationsfreiheit, dass sich alle Bürger friedlich versammeln dürfen, oftmals mit zweierlei Maß gemessen wird und staatlicherseits behindert oder begleitet wird. Das geht nicht. Und ja, es ist, glaube ich, auch im gesellschaftspolitischen Bereich nötig, wenn wir sehen, dass Ehe und Familie stigmatisiert, banalisiert und Naturgesetze auf den Kopf gestellt werden, dass jeder sein Geschlecht frei wählen darf. Das Schöne ist, kürzlich bekam ich bei Facebook die Frage gestellt, ja, wenn ich jetzt als Mann beschließe, ich bin eine Frau, darf ich dann auch früher in Rente gehen wie die Frauen? Oder ein anderer schrieb, ja, wenn ich jetzt eine Frau bin,
wird dann auf meine Rente, werden mir meine Kinder dann auch angerechnet, weil ich ja dann eine Frau bin. Also kuriose Dinge, die sich daraus ergeben. Diese wenigen Beispiele sind Alarmsignale für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft. Und das wollen, das müssen wir ja im Interesse der Zukunft unseres Landes wirklich deutlich machen, tagtäglich. Wir legen den Finger in die Wunden unserer Bildungspolitik. Wir legen den Finger in die Wunden unseres Rechtsstaats. Wir legen den Finger in die Wunden der Familienpolitik. Und wir schaffen durch die Arbeit unserer Stiftung das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines funktionierenden demokratischen Rechtsstaats, in dem nicht alle Werte über Bord geworfen werden dürfen. Der Staat selbst steht zuallererst in der Verantwortung für Recht und für Gesetz. Er darf Gesetzestreue nicht nur von seinen Bürgern einfordern, sondern er muss sich selbst daran messen lassen. Das können wir als Bürger vom Staat einfordern. Hier müssen und hier wollen wir als Stiftung beständig Mahner sein, um unsere Demokratie vor dauerhaftem Schaden zu bewahren. Und der Schaden ist jetzt schon wirklich gewaltig. Mit unserer Arbeit engagieren wir uns natürlich auch für eine Zukunft Deutschlands als Nation. Eine Geisteshaltung mit Aussagen wie Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen oder Deutschland, du mieses Stück Scheiße, hinter der Politiker stehen, die heute in hohen Funktionen sind, braucht dringend einen Gegenpol. Wir leben nicht im luftleeren Raum, sondern existieren auf dem Fundament einer viel hundertjährigen Geschichte und zehren von dieser Geschichte und ihren Leistungen, wie ja dieser wunderbare Raum auch deutlich macht, wo man ein wunderbares Gefühl bekommt für das, was Tradition ausmacht. Eine Geschichte mit Licht und natürlich auch mit Schatten. Das Ganze macht uns aus. Auch das machen wir durch unsere Arbeit deutlich. Deshalb nehmen wir als Stiftung unsere gesamte Geschichte in angemessener Ausgewogenheit in den Blick und trennen Teile nicht einfach ab. Wir wollen die kulturelle Identität unseres Landes mit seinen wertkonservativen Wurzeln durch gezielte Förderung und ein breit gefächertes Bildungsangebot in geistiger Offenheit an die nächsten Generationen weiterreichen. Und dazu gehört der Diskurs viele. Denn wenn wir das nicht tun, dann ist die nachwachsende Generation hilflos, weil sie niemals etwas davon gehört hat. Wir haben die Verantwortung, der nachwachsenden Generation etwas mitzugeben, woran sie sich orientieren können. Das heißt, als einzige konservative politische Stiftung wollen wir die Grundlagen für eine politische Erneuerung unseres schönen Landes legen. Und das ist wirklich dringend erforderlich, wenn man die dramatische Entwicklung in Deutschland in den letzten Jahren betrachtet. Wir wollen gültige Maßstäbe wiedergewinnen und sie von zeitgeistgemäßen Überlagerungen befreien, ganz im Geiste Erasmus von Rotterdam. Fest verwurzelt im konservativen, nationalliberalen Wertesystem engagieren wir uns für Deutschlands Zukunft auf dem Fundament seiner guten Traditionen und seiner rechtsstaatlichen Grundlagen. Das ist ein breit gefächertes Spektrum, und es ist, wie ich meine und wie ich es empfinde und fühle, und deshalb bin ich gerne Vorsitzende dieser schönen Stiftung, das ist eine große, ja, es ist eine großartige Herausforderung, der wir uns als Stiftung stellen. Und ich habe fantastische Mitstreiter, die auch hier heute im Lande sind. Das geschieht derzeit im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten, und die sind nicht üppig, muss ich sagen, die durch ein sehr stark variierendes Spendenaufkommen natürlich bestimmt werden. Was können wir uns leisten, was können wir uns nicht leisten?
Mit unserem Bildungswerk vermitteln wir in Wochenendseminaren und durch Online-Vorträge, Kongresse, grundlegendes Wissen über politische Zusammenhänge, wesentliche historische Schlüsselereignisse und natürlich das Wissen über unsere Demokratie. Sobald wir uns, wie die uns zustehende öffentliche Förderung erhalten, werden wir mit unserer politischen Akademie ein Forum für Dialog über zukunftsrelevante Themen zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft schaffen. Im Bereich der Politikberatung werden wir wissenschaftliche Grundlagen, Analysen und Konzepte für eine alternative Politik mit Veranstaltungen, mit Forschungsaufträgen und Veröffentlichungen ins Leben rufen können. Und natürlich wollen wir durch Förderprogramme im Bereich von Wissenschaft und Forschung sowie von Kunst und Kultur junge, begabte Menschen unterstützen, die sich unseren Werten verbunden fühlen oder sie für unsere Werte öffnen. Auch das gehört dazu. Das dient der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und selbstverständlich werden wir im Sinne der Völkerverständigung auch Kontakte zu ausländischen Organisationen pflegen und Veranstaltungen in anderen Ländern durchführen oder hierher auch nach Deutschland einladen. Allerdings, das sage ich deutlich, ich brauche jetzt wieder Wasser. Allerdings haben wir anders als alle anderen politischen Stiftungen nicht vor, feste Auslandsniederlassungen weltweit zu errichten. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hat sage und schreibe 111 feste Auslandsbüro mit Personal. So in Simbabwe, Uganda, Kambodscha, der Mongolei, in Costa Rica, Ecuador und Peru. Ich will nicht alle 111 aufzählen. Und die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung steht ihr mit auch über 100 Niederlassungen kaum nach und die übrigen Stiftungen haben auch viele. Das werden wir auf keinen Fall so betreiben. Wir halten das für einen eklatanten Missbrauch von Steuergeldern. Die anderen Stiftungen haben im Ausland ein breit gefächertes Programm, das nicht immer einsehbar ist. Hier einige nette Beispiele von Projekten der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung. In Tansania, Frauen in Führung, Kraft der Veränderung. 694.000 Euro. Benin, setzen wir uns ein für mehr Frauen in der Politik in Marokko und zum Schutz unseres Lebens. 2.032.000 Euro. Kongo, Bäume zum Schutz unseres Lebens. 2.695.000 Euro. In Burkina Faso, Zivilgesellschaft, Mitwirkung der Gemeinschaften, Koproduktion von Sicherheit. Man hält es nicht für möglich, wie Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Und hier holen sich Leute Plastikflaschen aus den Mülltonnen. Natürlich werden auch wir Kontakt ins Ausland pflegen, ist doch klar. Das lässt sich aber, ich sage einfach, hervorragend auch ambulant bewerkstelligen. Für die Zukunft der Europäischen Union sehen wir uns als Mahnerin, die vielfältigen Staaten nicht in einem Einheitsbrei auflösen zu lassen, sondern in kluger Kooperation und freundschaftlich miteinander die gewachsenen staatlichen Identitäten zu bewahren. Das alles passt den politischen Konkurrenten in unserem deutschen Parteiensystem natürlich nicht. Die durch und durch demokratische Zielsetzung unserer Stiftung durchbricht den bis tief in die Unionsparteien hinein implementierten linken, ja inzwischen sogar antidemokratischen Zeitgeist. Und so griff man in diesem Jahr
wo uns nach den Spielregeln, den selbstgesetzten Spielregeln der anderen Parteien und den vorjährigen Aussagen der Bundesregierung auf jeden Fall eine finanzielle Förderung zustehen würde, zu einem zutiefst verfassungsfeindlichen Mittel, nämlich mit Hilfe eines Haushaltsvermerks. Da steht drin für den Haushaltsplan 2022 wörtlich: Zuschüsse aus diesem Titel werden nur politischen Stiftungen gewährt, die nach ihrer Satzung und ihrer gesamten Tätigkeit jederzeit die Gewähr bieten, dass sie sich zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. Das tun wir. Es sind alle anderen Stiftungen dann aufgeführt, die das erfüllen würden, aber die Desiderius-Erasmus-Stiftung hat man draußen gelassen. Das geht nicht. Damit maßt sich der Deutsche Bundestag an, zu entscheiden, wer demokratisch ist und wer nicht. Und bei dieser Angelegenheit haben CDU und CSU aktiv mitgemacht. Sie können sich nicht herausreden. Vor dem Hintergrund werden wir das so natürlich nicht hinnehmen. Der Deutsche Bundestag ignorierte damit vorsätzlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das sehen selbst linke Wissenschaftler wie Professor Klaus Leggewie so, der in einem Gutachten feststellte, der AfD-Stiftung Globalzuweisung unter Berufung auf ihre vermeintliche, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten politischen Ziele zu verweigern, wäre evident verfassungswidrig, sagte ein linker Wissenschaftler. Und es ist geradezu dreist, die Globalzuschüsse für die anderen Stiftungen in diesem Jahr nochmal um mehr als 20 Millionen Euro zu erhöhen, in einer Zeit, wo das Geld knapp ist. Dagegen werden wir natürlich mit allen rechtlichen Möglichkeiten vorgehen, wenn nötig, bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Diese Entscheidung muss auch vor dem Hintergrund der Förderung der Rosa-Luxemburg-Stiftung betrachtet werden. Das ist die parteinahe Stiftung der Linkspartei, der PDS. In sie wirken mindestens drei linksextremistische Organisationen hinein. Zudem arbeitet die Rosa-Luxemburg-Stiftung unter anderem mit dem linksextremistischen Klimaschutzbündnis Ende Gelände und der Antifa zusammen. So warb die Antifa-Gruppe Leipzig-Konnewitz auf ihrer Facebook-Seite für Spenden für den Jugendkongress Antifa for Future, dessen wichtigster Geldgeber, man höre und staune, die parteinahe Stiftung der Linkspartei sei. Dort heißt es unter anderem: Einen Teil unserer Kosten können wir durch Fördermittel, zum Beispiel von unserem Hauptförderer, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, finanzieren. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird finanziell vom Bundestag mit Zustimmung von CDU, CSU unterstützt. Aber auch drei linksextremistische Organisationen, die Kommunistische Plattform, die Sozialistische Linke und die Antikapitalistische Linke, die sich am marxistisch-leninistischen Weltbild orientieren und über einen revolutionären Weg eine kommunistische bzw. sozialistische Gesellschaft durchsetzen wollen, gibt es seitens der Rosa-Luxemburg-Stiftung engste Beziehungen. Allesamt sind übrigens als bundesweite Zusammenschlüsse durch die Linkspartei nicht nur anerkannt, sondern sie werden sogar finanziell von der Linkspartei unterstützt. Und zudem besitzen diese Organisationen auch noch die Möglichkeit, den politischen Kurs dieser Partei zu bestimmen. Aber sie werden letzten Endes gefördert durch Bundesmittel mit Zustimmung aller anderen Parteien. Das ist natürlich ein Skandal erster Ordnung.
Mit unserer Arbeit und unserem Engagement lassen wir uns aber dadurch nicht unterkriegen, auch nicht durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das diese eklatante widerrechtliche Behandlung durch Abweisung des Antrags der AfD auf einstweiligen Rechtsschutz jetzt nicht behoben worden ist. Im Oktober wird das Hauptsacheverfahren nach 3 Jahren endlich erstmals in einem Gerichtsverfahren auf die Tagesordnung gesetzt. Ehrenamtlich, so wie bisher auch, werden wir mit Hilfe von Spendern, und da gibt es großherzige Menschen, die unsere Arbeit unterstützen, denen ich sehr gerne danke, und auch dem weiteren Aufbau unseres Freundeskreises mit Engagement unsere Veranstaltung vorantreiben und auch Seminare im Rahmen des Möglichen durchführen. Zudem wollen wir natürlich die Zusammenarbeit mit der AfD-nahen Stiftung, Landesstiftungen intensivieren und auch natürlich hier in Hamburg eine enge Zusammenarbeit möglich machen. Der Freundeskreis unserer Stiftung ist für uns neben den so elementar wichtigen Spendern von großem Gewicht. Und hier sitzen ja viele Menschen. Ich lade Sie alle herzlich ein, Mitglied im Freundeskreis unserer Stiftung zu werden. Kostet nur 60 Euro im ganzen Jahr, nicht mehr, im ganzen Jahr. Und zu unseren 1000 Freundeskreismitgliedern, die geben uns emotional natürlich solidarische Rückendeckung. Und wir haben uns, das können Sie erkennen, als AfD-nahe Stiftung Großes vorgenommen und wirklich große Aufgaben liegen vor uns. Zum Wohle unseres schönen Landes, zum Wohle unserer Demokratie, zum Wohle der Zukunft unserer nachwachsenden Generation und zur Bewahrung unserer eigenen kulturellen Identität. Und dabei arbeiten wir in der Stiftung mit Herz und mit Verstand, aber auch mit dem Motto Theodor Fontanes: Wer schaffen will, muss fröhlich sein. Mit Miesepetrigkeit kann man nichts bewirken, dann laufen die Leute einem davon. Zum Abschluss gestatte ich mir noch ein paar Worte, jetzt nicht als Stiftungsvorsitzende, sondern als funkelnagelneues AfD-Parteimitglied für meine neue politische Heimat. Die AfD ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein wirkliches Mirakel. Sie hat etwas Singuläres geschaffen, was es noch niemals gegeben hat. Innerhalb kürzester Zeit war sie in allen Landtagen, dem Deutschen Bundestag und dem Europaparlament Präsident. So etwas gelingt nicht noch einmal. Für Deutschlands Zukunft und seine Menschen ist es jetzt wirklich elementar wichtig, dass unsere Partei, dass die AfD, nicht nur stabil bleibt, sondern dass sie wächst. Nur so kann sie für Deutschland etwas Gutes bewirken. Allerdings muss ich sagen, mit ihren erst 10 Jahren ist die AfD noch eine sehr junge Partei im Verhältnis zu allen anderen Parteien. Und deshalb erinnert sie mich auch manchmal tatsächlich an ein 10-jähriges Kind, das mit den Füßen aufstampft und Porzellan zerschlägt, auch wenn es ansonsten intelligent und vielversprechend ist. Das, liebe Freunde, das muss und das wird sich auswachsen. Und daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Dazu gehört auch mal, den Mund zu halten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und dazu brauchen wir einen Reifeprozess. Und daran müssen alle gemeinsam arbeiten, dazu beitragen. Im Landtag, im Bundestag, im Europaparlament, an der Basis, in den Kommunen. Denn ich sage Ihnen, die AfD ist kostbar. Und ich halte sie für unverzichtbar für unsere Demokratie hier im Lande. Ich sehe in ihr die einzige Chance, in unserem schönen Land etwas zum Besseren zu wenden. Allein die AfD legt derzeit immer wieder den Finger in die Wunden, die unserem Land durch permanent falsche Politik geschlagen wurden und geschlagen werden.
Und das dürfen wir weder von außen noch von innen zerstören lassen. Es ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe, die AfD vor beiden Gefahren mit vereinten Kräften zu schützen. Und ich bin sicher, die AfD-Bürgerschaftsfraktion hier in Hamburg wird das ihrige dazu beitragen, dessen bin ich mir sicher. Und im Übrigen, das sei zum Abschluss gesagt, verdient jeder, der in der AfD Mitglied ist und der es wagt, in die AfD einzutreten, einen Tapferkeitsorden. Er ist Anfeindung ausgesetzt. Tapferkeitsorden ist vielleicht noch viel zu wenig. Er ist nicht selten auch Gewaltaktionen ausgeliefert. Da werden Autoreifen zerstochen, Autos angezündet, Häuser beschmiert, Drohungen, Körperverletzungen. Heutzutage erfordert es Mut, für unseren Rechtsstaat einzutreten. Und dafür bedanke ich mich bei allen, die schon so lange diesen Mut aufgebracht haben. Ich bin ja erst kurz dabei. Herzlichen Dank. Applaus